Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft Technik SMB RT Version 2. Mit dabei wie immer der Kratzi 2 von 2. Du hast die Null vergessen beim Zählen. Puh. Wir haben auch schon Nullen. Ja, hallo. Jo, und mein einer, der Dosche D. Auf dem Server, aber nicht im TS, ist noch der Streetiger. Der nimmt auch gerade auf. Ja, wie man sieht. Ihr seht, wir haben ein paar Ballons. Ich hatte ein bisschen Langeweile eben. Hat viel Spaß, ne? Mal kaputt machen. Ich hab's wie so ein 5-jähriges Kind. Mhm. So, und was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, nachdem ich ja am Montag hier bei Baker in der Aufnahme war. Wo hängst du jetzt denn gerade rum? Geh mal einen Stock nach oben. Oh, okay. Auf jeden Fall, nachdem ich jetzt am Montag bei Baker in der Aufnahme war und durch die Nuklearverseuchung gestorben bin, ja, bin ich kurz vor den 30 Toten. Endlich. Schnauze. Ich hab hier was. Alter, komm mir nicht zu nah, ich hab meine Freunde. Los, fass. Arschloch. Du hast deine eigene. Hol sie dir. Ach scheiße, ich dachte, sie läuft mir nach. Sie will mich nicht mehr. Mhm. Auf jeden Fall. Okay, das sah gerade so aus, als wegen diesen Ballonfällen, als würde es hier drin regnen. Auf jeden Fall. Wir wollen jetzt aber mal ein bisschen produktiver werden. Und zwar, wie versprochen in der letzten Folge, ja, wir haben den Industrial Blast Furnace geupdatet, der ist jetzt auf Reinforced und wir sind bei 2200 Kelvin. Das heißt, Stainless Steel! Endlich, ne? Ja. So, aber vorher müssen wir auch erstmal den Dust machen. So, was braucht man für Stainless Steel Dust? Wir brauchen Iron Dust, Nickel Dust, Manganese Dust und Chrom Dust. Mal schauen, ob wir das überhaupt alles haben. Oh, haben wir sogar. Können wir sogar noch mehr machen quasi, aber da fehlt uns nur noch das Iron Dust und da bin ich gerade zu voll zu machen. Oh, du schon wieder. Ja, komm. Hast du gerade Bock nochmal zu machen? Ich meine, wir haben jetzt erstmal genug. So, wir schauen den Stainless Steel das jetzt mal hier rein. Und wie man sieht, dauert richtig. Achso, wenn ihr euch immer noch wundert, die Ärzte sind immer noch am Verarbeiten. Schau mal gerade mal nach, ob dein Headset richtig drin ist. Du bist ein bisschen sehr am Krachen. Ja, du bei mir genauso. Es liegt am Teamspeak heute. Okay. Oh, okay, sehr gut. Das war's dann auch schon mit dem Stainless Steel. Was ist? Insufficient Energy Line. Wir haben nicht genug Strom. Oh. Brauchen wir dafür? Doppelisoliertes Tin-Kabel? Nee, ich schau mal, ob es reicht, wenn wir einfach nur den Energy Cube da anschließen. Den Ultimate. Der ist leer. Ja, ich kann ihn schon wieder mal aufladen. Ich habe einfach den Output mal gedreht. Achso, okay. Ja, ich habe auch noch was im Kopf, ich stell dir vor. Ja, es werden aber die... Wir brauchen definitiv Energie. Okay. Warte mal, mir geht das mit den Karten gerade auf die Nerven. Wollen wir auf einen anderen TS wechseln? Können wir. Gut, ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme. Entschuldigung, bis gleich. So, da sind wir wieder. Keine Ahnung, ob es gerade gekracht hat. Anscheinend liegt es an Traps, weil kurzerweise, nachdem ich Traps geschlossen habe, die Aufnahme beendet hatte, hat es aufgehört zu krachen. Ach, immer dieses Traps. Mhm. Na gut. Auf jeden Fall, was wollen wir heute machen? Wir haben da ja noch so ein paar Maschinchen, ne? Hier so... die Purification Chamber, den Crusher und so weiter. Und ich glaube, das können wir langsam wirklich mal auf die Factories updaten. Endlich Factories. Oh ja. Was aber natürlich auch mit einem kleinen Nachteil verbunden ist. Ey, jetzt fängst du wieder an zu krachen. Bei mir nicht. Bei mir ist aber... Oder war dieser bei mir auf den Ohren? Sprech nochmal gerade.
Crazy? Ja. Ah. Ist aber immer noch. Ich schaue mal ganz schnell, ob das in der Aufnahme zu hören ist. Bis gleich. So, jetzt haben wir auf einen anderen TS gewechselt. Ich wollte hoffen, dass es jetzt mal besser wird, aber sollte es eigentlich. Hoffentlich. Ja, du krachst nicht mehr. Ach, ein Wunder. Dann liegt wahrscheinlich gerade am anderen TS. Müssen wir gleich mal ins Forum schreiben, ne? Ja, jetzt krachst du schon wieder bei mir. Aber ich kann es ja aushalten. Okay. Auf jeden Fall, wir wollten heute die Factories machen. Und zwar bräuchten wir erstmal die... Warte mal, die Enriching. Moment. Das ist die Smelting. Den Crusher brauchen wir noch. Hier, Crusher. Aber das hat natürlich alles einen ganzen Nachteil, ne? Und was? Wir brauchen mehr Energie. Ja, stimmt auch wieder. Also, wollen wir dann erstmal die Stromversorgung ausbauen? Ja, würde ich sagen. Gut, und zwar wollen wir... Nein, wir wollen nicht noch mehr Turbinen oben drauf flaschen. Wir wollen von Mechanismen... Wo haben wir sie? Nein, das sind Blöcke. Bin, okay, wusste ich auch noch nicht. Da, Gas Burning, da, den Biogenerator machen. Womit wird der Biogenerator betrieben? Biofuel. Woraus wird Biofuel gemacht? Aus Biozeug. Setzlingen, Brot, Weizen, Äpfeln, bla 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 bla. So, und wie wollen wir an das Biofuel kommen? Moment. Da ist nur noch eine Frosty Farm, wo wir nicht wissen, mit den ganzen Äpfeln hin. Und ich würde sagen, das wird sich doch perfekt lohnen, oder? Definitiv. Gut. Kommst du mal kurz her? Ja. Kannst du da in dem Loch Blöcke platzieren? Ups. Nö. Ja, klar. Ach, dann bauen wir einfach da drüber, dann haben wir eben da einen kleinen Hohlraum. Gut. Wollen wir dann schon mal die Biogeneratoren machen? Mach du die. Ich verkleide hier mal die Decke. Mal schauen, okay, wie es aussieht. Okay, jetzt fängt es aber auch wieder bei mir an zu krachen. Wer jetzt nicht bald aufhört, dann... Christian? Ja, ich bin nur runter kurz, um mal zu testen, ob das vielleicht am Server liegt. Das Krachen, oder was? Nein. Das mit dem Blöcke platzieren. Ah. Ja, wir haben ja auch schon ein bisschen Biofuel vorbereitet. Das hast du irgendwann mal gemacht. Ja, und? Mach's ja nur so. So. Ich stell den mal gerade hier hin. Der ist auch schon angeschlossen, sehr gut. Dann schmeiß er den Rest mal da rein. Und wir sehen... Ja, Biofuel. Hey, stell dir vor, das haben ja alles deinen Luftballons zu verdanken, ne? Ernsthaft? Ja. Warum das? Die backen sich weg. Ja, ich schau mal, dass ich schnell die kaputt mache. Ja, das Problem ist, da sind welche dabei, die werden nicht gerendert, ne? Würde da nicht F3A oder F3T helfen? Normalerweise ja schon, oder? Ach, naja. Eher nicht. Ah. So. Wie sieht denn das jetzt hier mit dem Cube aus? Gut. Der sollte jetzt schon mal gefüllt sein. Ich würde hoffen, dass das reicht, weil wir haben ja auch in der letzten Folge herausgefunden, dass der Cube, also das Mechanism, auch Gravitic-Maschinen betreiben. Und das ist wirklich cool. Also wir können über diesen Energy Cube alle Stromsorten umwandeln. Ja, es wird immer noch Insufficient Energy Line angezeigt, aber er arbeitet.
cool. Ja, muss mal schauen, dass wir irgendwie mal die GravTech-Energie auch mal ausbauen. Also, nächste Folge heißt ja dann, wir bauen den Fusionsreaktor auf. Nee, Spaß beiseite. So. Jetzt aber mal eine Frage: Wie wollen wir eigentlich an den ganzen Biofuel kommen? Also. Inwiefern? Die Äpfel sind da oben. Ja, wie wär's mit Tesseracts? Stimmt, die gibt's ja auch noch. Ich meine, wir haben ja noch ein paar Äpfel hier. So, 1000. Meine geliebten Tesseracts. Oh ja, ich liebe sie. Ach du Scheiße, das ist hier dunkel. Ich hab teilweise immer noch Angst, dass hier was spawnt, aber kannst du eigentlich nicht. Oh, da hab ich ja. Der ist leer. Warte, wo wird das jetzt nochmal her? Ach, im Crusher war das. Hä, der. Ich bereite dann schon mal wirklich ein bisschen Biofuel vor. Also nie wieder Luftballons hier, ne? Ja, ist ja gut. Boah, weißt du was? Ich unterbreche jetzt mal die Aufnahme und schlafe meinen PC rein. Das kann doch nicht sein mit dem Krachen. Das geht mir jetzt echt auf die Eier. Also, bis gleich.